Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Lesrak Dark in the Secret World. Eukalypta hat sich mal wieder umgezogen. Der Lesrak Dark auch. Und der Lesrak Dark sagte: Hey, zieh dir doch mal einen Rock an. Okay. Ja, und Mach was mein ich. Outfit betrifft, Witze in die Comments. Witze in die Comments, ja. Hier sind irgendwie Quests in der Nähe hier oben. Ja, Teleskop und Raugleichen. Ja, die sind aber, glaube ich, für später. Nochmal jetzt einfach. Okay, du bist der Chef. Wir können die schon. Natürlich. Kriegen wir hin. Ist auch ein Quest. Blaue Flammen. Ja. Ah, du brauchst Heilung, ich sehe das ja schon wieder ein. Victor. Callie Request, Victor. Callie Request. Ja, was stimmt aber ja nicht. Was ich auch an dem Charakter hier eigentlich auch so cool finde, warum ich den noch so gerne spiele, ist, dass es hier echt auch Sachen habe, die ich echt auch skillen will. Sehr Also ich habe hier schwierig. relativ. Ja und? Sechs Todeskultur-Zauberer und Todeskult-Anhänger töten. Das ist doch nicht schwierig. Das war genau eine Quest nach deinem Geschmack. Töten! Heilen hier. So, ich hoffe, deine Zuschauer sind so ähnlich wie ich und schreiben schon in die Kommentare, bevor sie das Video auch nur 10 Minuten gesehen haben. Weil das Outfit trage ich nicht länger. Ich muss gleich wechseln. Aber er ist tödlich. Ja, bei Männern sieht das echt scheiße aus. Aber bei dem Falken, da hatte das doch, glaube ich, Ja? anders mit seinem weiblichen Charakter. Da war das War aber schon zweimal beim Friseur. Falken. War schon zweimal beim Friseur. Die letzten Frisuren waren gut. Also die erste neue, die er hatte, der sah aus wie eine alte Frau, die hip werden wollte. Und bei der nächsten sah er aus wie Villandisch. Ja, wobei Villandeschs Charakter ja jetzt nicht schlecht aussah. Hab ich auch nicht behauptet. Hier ist noch einer. Nur für dich. Ah, jetzt hast du wieder dieses hässliche Du findest es hässlich. Ich find's richtig toll. Das würde ich mir sogar in echt anziehen. Das sieht wenigstens gut aus, im Gegensatz zu diesen Templern. Okay, so, noch mehr Todeskultisten. Such Todeskultisten, Lesrak. Gefunden. Wenn wir jetzt in Kingsmith wären, ne? Wäre viel einfacher zu finden. Nein, Nitro hilft nicht gegen Zombies. Immer noch nicht. Das hast du schon mal ausprobiert. Ja, ich weiß. Aber ich probiere es wenigstens aus. Huch, ja. Läuft. Eine Todeskultistin. Da unten. Da hinten sind welche. Ich nehme mich jetzt einfach mal mit, ich hab schon Bock gerade. Das dauert eh lange genug, da kann ich auch nicht alle Wanne machen. Oder? Ja. Ist ja nicht so, dass ich in Schwierigkeiten kommen könnte. Hast du ja einen Heiler dabei. Yay! Bericht senden. Boah, dieses Geräusch von der Drohne geht mir auf den Sack. Da hinten ist einer mit einer Kettensäge. Lasst uns ihn töten. Okay. Und mit der Schrotflinte ignorieren wir, ne? Das ist einer mit der Okay, der kam gerade hinter dir angelaufen. Okay.
Ja, dann muss er wieder geheilt werden. Kannst jetzt aufhören zu schlagen, er ist schon tot. Nein, schon? Ich bin gerade warm geworden. Ja. So, jetzt müssen wir wieder zurück hier zu diesen beiden Quests, die ich da eben ausgesucht hatte, wa? Oder wir gehen erstmal zurück zum Vergnügungspark und dann zu Winter. Okay. Alles klar. Vergnügungspark. Weil hier kommen wir so oder so noch dran vorbei. Das verspreche ich dir. Immer diese losen Versprechungen. Ich gebe keine losen Versprechungen. Entweder lüge ich direkt oder... oder sag die Wahrheit. Okay. Oder ich vergesse es. Das ist der häufigste Fall. Brumm, brumm, brumm. Verzeihung, wollten Sie etwas? Gravitation. Ach nee, ich glaube, ich erinnere mich an diese Quest. Die ist ätzend. Ich mache schon mal das Browserfenster auf. Sie sind wie ein Jucken, bei dem Kratzen nichts nützt. Wissen Sie, weshalb ich hier war? Um alles zu verkaufen. Den ganzen Park. Damit ich nicht so ende wie mein Vater. Diesen Ort gebunden. Er hat Anziehungskraft. Du hast übrigens wieder hier... Aber sie haben Geld. Tonprobleme. Mittel und Wege, einen zu überzeugen, dass es besser wäre, zu verkaufen. Mir war das egal. Man musste mich nicht erpressen, damit ich unterschreibe. Wozu brauche ich schon einen verdammten Vergnügungspark? Aber jetzt ist ein Verkauf unmöglich. Es hat mich in seinen Klauen, wie mein Vater. Und es lässt nicht los. Es beherrscht mich. Es lebt von mir. Man entkommt dieser Anziehung nicht. Ich habe Zeit in sie investiert, damit sie eine Lösung finden. Aber sie bringen nur mehr Kummer. Und jetzt wollen die mich holen. Wegen all der dunklen Geheimnisse dieses Grabs. Die sind wie sie. Was Besonderes. Teil einer anderen Welt. Einer geheimen Welt. Überzeugt, dass sie das Sagen haben. Und der Rest von uns sind nur Schatten. Selbst wenn ich mich losreißen könnte. Selbst wenn ich das überhaupt wollte. Etwas sagt mir, es nicht zu tun. Ich weiß nicht, was sonst mit diesem Ort und der Welt passieren würde. Okay. Der ist gruselig, der Nicholas Winter. So. Du magst ihn? Ja. Mhm. Ich will seine Klamotten haben. So, ich google jetzt direkt mal, ich habe keine Lust jetzt hier groß zu rätseln, ehrlich gesagt. So. Verzeihung, wollten Sie etwas? Irgendwie kann ich mich aufheben. Ich auch nicht. Aber habe ich extra den Buff auf mich gepackt, damit ich ihn sehen kann. Aber wir haben das, ich habe das glaube ich schon mal aufgehoben. Ich auch schon. Aber ich habe jetzt extra das Monokel benutzt, damit ich das entzifferte lesen kann. Ja. Und ich hatte extra eine spontane Idee und dachte, sie berichte ich. Nein. Tja, dann bleibt mir nur eine doch übrig. Okay. Gib mir deine Klamotten. Ja, es ist wohl irgendwie komisch. Er käme den Krieg. Dann knickt er ein. Ach, wer denn das... Ah, nee, das ist im Inventar. Ah. Okay. Wo jetzt? In deinem Inventar ist das Ding. Das musst du da aufmachen. Klar, ist auch noch so klein geschrieben. Okay.
dann gehen wir mal zur Farmgebäude hier, wa? Du hast noch ein paar Zombies zu töten hier. Mhm. Okay, ja, mach ich gleich. Okay. Ja. Würdest du eigentlich gerne einen eigenen Vergnügungspark haben? Nee. Ich glaube, der wird mit der Zeit langweilig. Nee. Henderson's Connections. Nein, Henderson, was habe ich dir getan? Ich habe dich geliebt. Wie einem Bruder. Okay. Nein, ich kenne wirklich jemanden, der Henderson heißt. Ich kenne wirklich jemanden, der Henderson heißt, deswegen. Okay. Hier ist ein Typ drin. Wer ist denn Vermächtnis? Schwarzstreu? Och, du bist nicht Henderson Vermächtnis. Oh, ich kriege gewissen Namen. Er hat ein Schild, der sagt, dass wir ein Schild haben. Reinige es einfach. Ich kann nicht reinigen, immer noch nicht. Das wirst du irgendwann können. Irgendwann würde ich sagen, reinige es und du sagst, yo. Okay, vielleicht nicht unbedingt yo. Kann auch sein, dass du ja sagst oder sowas. Yo, yo, man. Soll ich da? Okay, du bist einer der letzten Menschen, von dem ich so eine Aussage erwartet hätte. Den zweiten Teil finden. Gucken wir mal. Was auch immer uns das jetzt hier sagen soll. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. Ich gucke mir auch gleich mal an. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinem primitiveren Blick. Also mit dem, ich schaue direkt nur geradeaus sozusagen. Und oh! Okay. Eine eingetechnete Karte. Hm. Ist ja logisch. Und weißt du jetzt, wo wir hin müssen? Nein. Doch. Wir müssen zu den Autoscootern als erstes. Hm. Und die Farben müssen wir einsammeln. Okay. Die farbigen. Aber hier gab es jetzt keine Farben. Nein, diese Glasscherben, die in verschiedenen Farben, die müssen wir einsammeln. Folgen wir uns. Ich habe noch keine Scherben gesehen. Natürlich nicht. Weil du nicht drauf geachtet hast. Jetzt doch mal Rollenspielen. Immer Wahrnehmungswürfe machen, wenn es geht. Ja. Auch wenn ich das oft selber vergesse. Oder vernachlässige bei der Charakterschaffung. Ich denke mir immer, kann man später nachleveln. Ja, blaues Glas. Gut, blaues Glas. Na, warte kurz. Blaues Glas, das bedeutet. Das ergibt keinen Sinn. Da hinten müssen wir das blaue Glas benutzen, okay. Ich habe hier so einen Zombie im Flaptop. Ja, ja, ich war gerade dabei, auch mal ein bisschen mitzudenken. Deswegen war ich jetzt abgelenkt. Ich fordere dann meine fast volle Konzentration. Wir müssen das nämlich in verschiedenen Farben, mit den ganzen verschiedenen Farben müssen wir auf uns machen und dann das angucken, würde ich sagen. Mhm. Ist nur eine Theorie. Aber warte kurz, kann ich das gleich mal ausprobieren. Ich benutze das einmal. Mache ich so und. Ah, kein Unterschied. Hm. Und dann doch mal die anderen Farben. Andere Farben, andere Farben, andere Farben. Erstmal zu der Achterbahn war es jetzt. Weil da wurde nämlich die Farbe von dem Blauen angezeigt. Also blaues Glas. Hm. Außer du hast da bessere Ideen.
Ja, ich gucke gerade in die Lösung. Das ist nicht schon ernst. Ich bin endlich mal so richtig in Fahrt gekommen. So wenig Vertrauen. Ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe keinen richtigen Bock gerade da drauf. Und, war ich denn wenigstens ungefähr richtig? Na, so. Plan 2. Habe einen Wegpunkt erstellt. So. Jetzt muss ich da nur noch hin. Folge mir. Jetzt. So wenig Vertrauen in meine geistigen Fähigkeiten. Tada. War ich mit den Farben denn wenigstens richtig? Der ist zu planen. Ah, rot ist das. Aber gut, wenn du schon eine Lösung geschaut hast, dann folge ich dir. Jep. Und es geht weiter. Mit 6. Ich hab was. Ja, ungefähr hier. So, du hast jetzt hier noch irgendwo Glas gefunden, hast du gesagt? Ah, hier, okay. Nehme ich auch mal mit. Brauchen wir das für die Quest? Vielleicht. Ich meine, das war halt nur eine Vermutung. Ich habe hier jede Menge im Schlepptau. Alles für dich. Sehe ich. Wow. Ich glaube, wir haben uns hier überschätzt, ne? Wir? Ich kann nur bitte 6 Ziele gleichzeitig treffen, das weißt du. Versuche jetzt müsste ich eigentlich alle zu überleben. Wenn du überlebst, gut. Henderson's Vermächtnis schon wieder. Henderson, nein! Ich weiß, wir liebsten die gleiche Frau, aber du hast sie doch bekommen. Okay, lieben ist zu viel verlangt. Begehren könnte man sagen. Wir wollen ja ehrlich bleiben, ne? So, hab ich jetzt hier was Falsches oder was? Kleine Verkaufssitte. Ach so, nee, ich war falsch. Sollte auch. Moment, 6, 2. Und ja.
So. Können wir den. Wie kann man den Dinger wieder löschen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die erstellt. Marker. Ich glaube, wenn man die erreicht. Okay, hab schon. Okay. Wie? Muss draufklicken mit Rechtsklick. So. Nitro hast du gezündet. So, so. Ich dachte, das ist der Turbo. Ich dachte, das wäre jetzt das Natürlich Nitro. Natürlich ist das Nitro. Ich wollte ihn testen. Natürlich. Da sind wieder Zombies unterwegs. Irgendwo hier muss das sein. Okay. Wenn wir die Zombies platt, dann können wir in Ruhe nachgucken. Ah, ich hab ihn schon. Ja, in der Hütte hier ist er. Okay. Da ist noch ein Zombie. Ja, von rum. So. Das Glas hier haben wir ja schon eingesammelt, ne? Mhm. So. Und die nächste. Ja. Eins. Ist echt schwer auf diesem Ding Markierungen zu setzen. So, hier ungefähr. Plan. Welches ist es jetzt? 4, ne? Zack. Okay, hinter mir hier. Wie hast du mich vergessen, wenn du 1 Million Abos hast? Das steht nicht zur Debatte, weil das wird eh nicht passieren. Mit der Einstellung nicht, nein. Zombies! Wenn ich so heftig gerade von Zombie gehalten. Siehst du? Ein Abo mehr. So. Moment, Zombies. Komm hierher, muss irgendwo ein Nest sein. Nein, die Fikus-Stausteller rufen einmal, immer einen Fresser. Nee. Okay. So, müsste doch irgendwo, liegt hier irgendwo Glas rum? Bestimmt. Ich würde sagen, hier in der Nähe. Wenn nicht, dann nicht. Wir brauchen aber Glas. Um die kompletten Pläne zu sehen. So, weißt du, braucht man nicht. Ich wollte so intelligent sein. Ich wollte zeigen, dass ich auch was im Kopf habe. So. Nächste müssen wir. Vier, sechs, fünf. Dieses Geräusch von dieser Achterbahn. Und die Achterbahn war so langweilig. Ja.
Ich meine, warst du jemals in einem Horrorhaus, wo du dich wirklich gegruselt hast? Oder war der ja, ernsthaft? Aber war ich noch kleiner. Ja, okay. Ich habe mit 9 mal jemanden im Gruselhaus die Maske vom Gesicht genommen und wollte ihn mit nach Hause nehmen. Okay. Folgt mir. Aber ich finde, das Motorgeräusch haben sie echt gut hingekriegt. Ja, das stimmt. Man kann ja nicht nur über das Spiel meckern. Die haben auch was richtig gemacht. Okay. Man muss sagen, die Story in Tokio wird besser, wenn man Englisch kann. Ich glaube, jetzt müssen wir hier erstmal und das Monokel bauen. Wir haben nur 2 Farben, ne? Ja. So, den Schaltplan fertigstellen. An der Außenwand der Hütte. Aber wo denn? Da ist es doch auf dem Boden. Ja, aber wo ist der Schaltplan? Wir haben nicht alles, deswegen wahrscheinlich nicht. Uns fehlen Farben. Wäre jetzt meine Theorie. Ah, doch, hier ist der Schaltplan. Wo? An der Wand. Ich habe immer noch den letzten Teil der Pläne finden. So. Du musst hier in deinem Inventar die Farben alle kombinieren. Ich habe nur 2. Ja, kombinier die mal. So. Reihenfolge ist violett, blau, rot, weiß. Violett, blau, rot und weiß. Tada. Oh, was kommt jetzt? Blau, rot und weiß, hast du gesagt? Krass. Ja, ich kann nichts machen, deswegen, ich schalte den. So. Ja, ich hänge immer noch bei der Quest fest. Violett, blau, rot, weiß. Okay, kannst aber nicht anklicken. Was kannst du jetzt nicht anklicken? Ja. Violett. Blau. Rot. Weiß. Oh, Filmszene. Das gab jede Menge KP. Da gab's Bums. So, jetzt holen wir uns erstmal neue Skills. Okay. Das hier nämlich, dafür fliegt das raus. Und dann haben wir noch 14. Erhöht die Dauer vom Gemeinwohl. Kaufen wir auch ein. Was nehmen wir dafür raus? Außerdem erhalten Gruppenmitglieder während der Laufzeit von Gemeinwohl einer Heilen über Zeiteffekt, der pro Sekunde 60 oder 1,5% heilt. Abhängig von welcher Wert höher ist. Okay, das ist nützlich, glaube ich. Glaubst du? Ja. Frage ist, was nehme ich dafür raus? Ich glaube, ich nehme Wundenlecken raus. Weil ich mich, glaube ich, selber relativ wenig heile. Wenn dann aktiv und nicht passiv mit Treffern. So.
Käse. So ein bisschen Waffen zerlegt. Kann das auch zerlegen? Ja, cool. Alles zerlegen hier. Weg damit. Das kann man nicht zerlegen. So, dann gucken wir mal. Hier ist es. Ich habe den Passiven. Immer wenn die Kanalisierung einer Bündelungskraft abschließen. Defensiv, wo ist es denn? Gipfelpunkt heißt das. Wo ist das denn drin? Bei Attentäter ist das. Habe ich das gerade entdeckt. Bei dem Deck Attentäter. Wo ist das denn? Ja, ich suche das gerade, gib mir ein bisschen Zeit. Ein paar Sekunden. Ah, hier. Bei Blutmagie. Äußerer Ring oder was? Äußerer Ring, ja, das. Drecksarbeit. Und bei Drecksarbeit ist das. Ach, da, ja. Ja, das ist aber irgendwas für ganz viel später. Glaub mir, so viel später ist es wirklich nicht. So, ich muss jetzt erstmal noch FP ausgeben. Und zwar hier 3. Und Pistole können wir auch nochmal. Schaden. Komm, wir holen das ein bisschen Schaden bei der Pistole. Ja. Ein bisschen Schaden will ich ja nur auch machen. So, und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Und Lestrak Dark und Eukalypta und Putin sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!